Landwirt Praxistest. Kombiwagen liegen voll im Trend. Sie lassen sich gleichermaßen zum Laden von Gras und für den Transport in der Häckselkette einsetzen. Das Angebot ist groß, aber kaum ein anderer Hersteller hat den Gedanken der doppelten Nutzung so konsequent umgesetzt wie Glas mit dem Cargos. Bei diesem Wagen lassen sich das Ladeaggregat und die Dosierwalzen ausbauen, um Gewicht zu sparen. Eine pfiffige Lösung, die im Häckselbetrieb rund 3 Tonnen mehr Nutzlast erlaubt. Wir haben den Cargos 8400 eine ganze Saison lang getestet. Der Wagen hat ein DIN-Ladevolumen von gut 35 Kubikmetern. Er ist das mittlere von 3 Modellen der kleinen Cargos-Baureihe. Die Pickup wird hydraulisch angetrieben. 5 beidseitig gesteuerte Zinkenreihen nehmen das Futter sauber auf. Für eine bessere Bodenanpassung unter schwierigen Verhältnissen war unser Testkandidat mit einer hydraulischen Pickup-Entlastung und einer zusätzlichen Tastrolle ausgestattet. Im Test überzeugte der Cargos mit seinem hohen Schluckvermögen. Der massive Rotor besteht aus 9 wendelförmig angeordneten Zinkenreihen mit breiten Förderflossen. Die geschraubten Segmente lassen sich im Schadensfall schnell austauschen. 40 Messer sorgen für eine hervorragende Schnittqualität. Gute Noten gibt's auch für die zuverlässige Fremdkörpersicherung. Wir hatten keinen einzigen Messerschaden zu beklagen. Der vordere Teil des Kratzbodens lässt sich hydraulisch nach unten schwenken. Das ermöglicht freien Zugang zum Schneidwerk. Die beidseitig geschärften Messer können an langen Arbeitstagen einfach gedreht werden. Der Kratzboden ist vorne abgesenkt. So gelangt das Gras nach dem Schnitt mit geringem Kraftaufwand direkt in den Laderaum. Ein weiterer Vorteil: Auch mit großen Rädern kann man den Cargos in waagrechter Ladeposition fahren. Das erhöht die Durchsatzleistung und sorgt für eine gleichmäßige Belastung von Achsen und Bremsen. 4 stabile Ketten und versetzt angeordnete Schienen befördern das Futter nach hinten. Ein Ultraschallsensor überwacht den Füllstand. Mit der drehmomentgesteuerten Ladeautomatik konnten wir den Wagen bis in die letzten Winkel füllen. Das hydraulisch gefederte Tandemfahrwerk sorgt für stabiles Fahrverhalten und gute Hangtauglichkeit. Die serienmäßige Nachlauflenkung lässt sich ab einer bestimmten Geschwindigkeit und bei Rückwärtsfahrt automatisch sperren. Am Silo sorgt die hydraulische Knickdeichsel für genug Bodenfreiheit. Die beiden Zylinder stemmen auch schwere Fuhren anstandslos hoch. Die 3 Dosierwalzen legen einen gleichmäßigen Futterteppich ab. Unsere nahezu voll ausgestattete Testmaschine brachte stattliche 11 Tonnen auf die Waage. Bei zulässigen Gesamtgewichten zwischen 21 und 24 Tonnen ist der Cargos schnell überladen, speziell bei der Maisernte. Wer hier die volle Transportkapazität nutzen möchte, der sollte das Ladeaggregat und die Dosierwalzen unbedingt ausbauen. Das dauert mit etwas Übung und guter Vorbereitung etwa 1,5 Stunden. Die entstandenen Öffnungen werden mit Abdeckblechen verschlossen. Nach dieser Diät brachte unser Testkandidat nur noch 7.900 Kilogramm auf die Waage. Das sind exakt 3,1 Tonnen weniger, die man jetzt im Häckselbetrieb mehr zuladen kann. So waren wir mit dem Cargos auch bei der Maisernte legal unterwegs. Der geschlossene Aufbau ist sehr stabil und absolut maisdicht. Auch für die Funktion der hydraulischen Befüllklappe gab es viel Lob, genauso für die hohe Verarbeitungsqualität. Das bislang einzigartige Konzept des Cargos lässt sich glasgut bezahlen. Unser top ausgestatteter Testwagen soll fast 165.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer kosten. Wen es tröstet, die Basismaschine gibt's schon für 43.000 Euro weniger. Qualität und gute Ideen haben eben ihren Preis. Unseren ausführlichen Testbericht gibt's in der Landwirt-Ausgabe 22/2015. Weitere Videos über Traktoren und Erntemaschinen von Klaas findet ihr auf landwirt.com und auf YouTube. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal.